Zwillinge! Schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading heute für die Wintermonate Dezember, Jänner, Februar. Wie immer starten wir mit eurer Grundüberschrift. Natürlich könnt ihr auch die Legung zu euren Aszendenten anschauen und sicher seid ihr es schon gewohnt mitzuspüren, denn die Rollen können vertauscht sein. In dieser Videoserie benutze ich zum ersten Mal mein kreiertes Kartendeck, die Urkraftkarten. Gerne könnt ihr mir in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen oder privat anschreiben, wie euch die Karten gefallen. Ich bin gespannt und wir legen los mit eurer Grundüberschrift. Zwillinge für die Wintermonate, bitte die Grundüberschrift. Welche Themen zeigen sich? Wir starten mit dem Thema der Leichtigkeit. Zwillinge sind Luftzeichen geborene und sind der Leichtigkeit von Natur aus zugeschrieben. Habt ihr die aufrechterhalten? Ansonsten gilt es jetzt über die Wintermonate in die Leichtigkeit zu kommen. Ja? Dann zeigt sich Action. Hier dürft ihr in eure Tatkraft schreiten und zwar auf leichtem Wege mit der ersten Karte kombinieren. Es kann aber auch um einen Mann in eurem Leben gehen oder um euren männlichen inneren Anteil. Ja? Und zu guter Letzt zeigt sich das Nabelchakra, das Sexualchakra, wo das Thema der Macht gekoppelt ist und auch der Sitz der Sexualität sitzt. Also, wie geht ihr mit diesen Themen in eurem Leben um? Ich bin jetzt auch gespannt, was sich für euch noch in den Zigeunerkarten für Details zeigen möchten. Und wir bitten die geistige Welt um erneute Einsichten. Für die Wandlungsschritte in den Wintermonaten für die Zwillingsgeborenen. Wir starten mit der Karte den Besuch. Der Besuch liegt auf der Position der Vergangenheit und dieses Thema ist bereits abgeschlossen. Hier habt ihr vielleicht viele neue Vernetzungen geübt, neue Menschen kennengelernt, gedatet. Vielleicht hattet ihr wahnsinnig viele Termine. Also das kann hier für jeden von euch etwas anderes bedeuten. Dieses Thema darf jetzt ruhen und in Partnerschaften steht es für das Thema der Verbindung, wo manche vielleicht sich gerne verbunden hätten und andere oder euer Gegenpart eher weniger. Dieses Thema ist jetzt passé. Die nächste Karte beschreibt die Reise. Dieses Thema gehört auch der Vergangenheit an und spielt aber über die Wintermonate noch eine Rolle. Das heißt, ihr habt vielleicht den Wunsch auszuziehen, umzuziehen, auszuwandern, konkret auf eine Reise zu gehen. Vielleicht wurde die schon mal in der Vergangenheit geplant und wird jetzt wieder aufgenommen. Oder auf alle Fälle ist es eine Aufforderung, nach vorne zu gehen, weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Und vielleicht seid ihr zum Beispiel beruflich jetzt mehr unterwegs als normalerweise. Vielleicht zeigt sich es aber auch in anderen verschiedenen Verbindungen, dass ihr euch einfach mit Menschen trefft. Ja? Dann haben wir die Karte vom Verlust. Was kommt auf euch zu? Hier geht es um einen Loslassprozess. Ja? Also alles, was jetzt nicht mehr in euer Leben passt, das darf jetzt gehen. Alles, was euer Leben vielleicht schwer macht, darf jetzt gehen, denn ihr geht ja in neue Leichtigkeit und neue Tatkraft auf leichtem Wege. Und ihr holt euch eure Macht zurück, aber bitte immer in gesundem Maße. Macht bedeutet für viele etwas sehr Negatives, aber gesund ausgelebt ist es einfach auch mit Selbstachtung verbunden. Dann, wo bewegt ihr denn euch hin? Zum Richter, zum richtigen Mann in die Gerechtigkeit. Die Waagschalen werden jetzt ausgeglichen und es kann auch um richterliche Belange gehen. Ja? Vielleicht braucht ihr hier Unterstützung,
dann werdet ihr sie auf alle Fälle hier finden. Jedenfalls ist es eine große Karte, die von Balance und Harmonie spricht. Dann schauen wir weiter auf eure Lernaufgabe über die Wintermonate, das ist der Dieb. Hier werden toxische Verhaltensweisen in eurem Inneren von euch gewandelt. Vielleicht war immer alles zu schwer und zu dunkel und jetzt wird es leicht. Vielleicht ist es der Verlust von toxischen Verbindungen. Ja? Alle, die meine Katze hören, die möchte jetzt gerne raus. Die muss noch etwas warten. Und hier kann es sein, dass sie einfach diebisches Verhalten entlarvt. Wie gesagt, kann es mit euch zu tun haben oder auch mit eurem Umfeld. Ja? Also beim Dieb nenne ich ja auch immer sehr gerne das Wort der Energieschmarotzer. Ja? Das werdet ihr über die Wintermonate nicht mehr dulden, liebe Zwillinge. Und ich bin gespannt, welche Details uns das Crowley-Tarot noch offenbaren möchte. Beim Besuch zeigt sich der Ritter der Schwerter. Vielleicht habt ihr euch hier mit einem Ritter der Schwerter getroffen, immer wieder on und off. Der Ritter der Schwerter ist eher kühler Natur, ist aber sehr klar im Voranschreiten. Ja? Vielleicht hat er in der Vergangenheit immer besser gelernt zu wissen, was er will. Das kann natürlich aber auch für euch sprechen, dass ihr straight angefangen habt, euren Weg zu gehen, ohne faule Kompromisse. Dann zieht ihr sowas natürlich auch an. Und wer will nicht einen Mann, der weiß, was er will, oder eine Partnerin? Dann haben wir die 9 der Stäbe in Kombi mit der Reise. Eure Reise geht in die emotionale Stärke. Auch darin habt ihr euch in Vergangenheit geübt und diese Übung geht jetzt weiter über die Wintermonate. Die 9 der Stäbe spricht für emotionale Stärke. Ihr seid hier gefestigt, liebe Zwillinge, und werdet noch gefestigter offensichtlich. Was zeigt sich denn beim Verlust? Der Ritter der Kelche. Jetzt haben wir den zweiten Ritter im Spiel. Vielleicht geht es hier auch um zwei verschiedene Ritter. Um einen verstandesbetonten Mann und einen gefühlsbetonten Mann. Ja? Also der verstandesbetonte gehört offensichtlich in die Vergangenheit. Da schaut er auch hin. Der Ritter der Kelche schaut in die Zukunft, liegt aber beim Verlust. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, wie es euch da ergehen wird. Ja? Also es kann hier auch heißen, dass jemand zurückkehrt. Auf alle Fälle geht es hier aber vielmehr darum, dass ihr in eure emotionale Heilung kommt. Ja? Vielleicht geht es auch um die Heilung von euren eigenen Verlustängsten, dass die jetzt endlich ausgeglichen werden, da wir nachher ja den Richter liegen haben, dass ihr selber in eine innere Balance findet. Und wir haben die Königin der Münzen mit dem Richter. Die Königin der Münzen ist natürlich eine Frau, die weiß, was sie will. Die geht sicher nicht mehr zurück in die Dürre der Wüste, davon hat sie die Nase voll. Die Königin der Münzen sieht die Fülle und geht Schritt für Schritt ihren Weg Richtung Erfolg. Wer kommt mit? Die anderen dürfen auf der Strecke bleiben. Ja? Also hier schaut sich die Königin der Münzen und der Ritter der Kelche an. Ja? Ich bin gespannt. Kann auch sein, dass das ein und derselbe Mann ist, der zuerst sehr rational gesinnt war, dass er seine Weltansicht verändert hat und mehr in die Emotionen geht. Hier kann euch jemand auch ein Geschenk machen. Auch das ist möglich. Ja? Eure Lernaufgabe, die 4 der Schwerter. Waffenstillstand. Vielleicht hattet ihr hier mit bestimmten Personen zu kämpfen. Hier darf jetzt alles in die Ruhe kommen. Ihr werdet euch aus giftigen Verstrickungen lösen. Mit dem Dieb. Ja? Die Netze sind die Verstrickungen. Und hier wird Waffenstillstand
vielleicht auch Vergebung, Versöhnung geschlossen. Dadurch wird das Leben sowieso leichter. Also, ich habe, glaube ich, vorhin schon erwähnt, nicht mehr aufs Drama der anderen Menschen einlassen, obwohl ich glaube, das war die vorherige Legung. Sorry, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle wünsche ich euch auf diesem Weg viel Erfolg. Hoffe, ich konnte euch inspirieren. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch und für jedes neue Abo, das eingeht. Für all eure lieben Kommentare. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr alle Infos unten in der Box. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.